Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und wir befinden uns hier im Gefängnis und beim letzten Mal, Katja, wurdest du Gefängnischef. Das war so cool. Du hast hier ein wirklich richtig süßes Büro mit deinem kleinen Schreibtisch hier insgesamt. Und Katja, du bekommst hier als Gefängnischef richtig doll miese, fiese Aufgaben. Ja, voll seltsam. Also manche sind ja auch okay, aber das viele stimmt. Gehen um dich irgendwie. Wir haben hier zum Beispiel die Aufgabe, dass du mich entführen lassen sollst. Ja. Dass ich keine Zelle bekomme, dass ich zum Beispiel auch nicht mehr in die Kantine rein darf und zum Beispiel auch, dass du mich ausliefern sollst. Das ist so doll miese und fies vom Verfolger. Das ist echt krass. Okay, Epic, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir das Ganze ein bisschen unterbinden. Aber ich glaube, wenn ich ein paar Aufgaben bekomme, ich weiß nicht, was die Konsequenzen sind, wenn ich es nicht mache. Das stimmt. Du musst die Aufgaben als Gefängnischef auf jeden Fall erledigen. Wir müssen den Verfolger irgendwie austricksen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann würde ich sagen, Kater, als allererstes gehen wir auf jeden Fall in die Kantine, frühstücken dort und dann können wir vielleicht dem Verfolger eine richtig doll miese, fiese Falle stellen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann geht's hier zum Frühstück insgesamt und ich habe auch schon wirklich richtig doll viel Hunger, Katja. Ich habe auch Hunger. Und ich glaube, ich hole mir hier ein paar Melönchen. Vielleicht so 5 Stück. Ja, das ist sehr gut. Dann hole ich natürlich für Balu 2 Chicken und 2 Fischlis für Bella. Sehr süß. Oh, und Bella, schau mal, 2 Fischlis für dich und wo ist denn Balu? Balu, Moment mal, der ist hier unter dem Tisch versteckt. Was macht schau mal, der Balu, bitteschön. 2 Chicken für dich. Guten Appetit. Okay, und wir können uns Kater vielleicht hier hinsetzen. Und guten Appetit, Katja. Nom nom. Und zack. Und 4 Minütchen habe ich noch übrig. Oh, sehr lecker. Hast du noch Hunger? Perfekt. Ich bin satt. Okay, die Kartoffeln, die gebe ich dir nochmal, Katja. Du kannst sie mitnehmen. Dann würde ich sagen, Katja, wir gehen zu unserem Job. Das bedeutet, wir gehen in den A-Zellenblock und passen dort auf den Insassen auf, dass ihm auf jeden Fall nichts vom B-Zellenblock geklaut wird, beziehungsweise, dass er nicht vom B-Zellenblock weggeschnetzelt wird. Sehr gute Idee. Dann geht's hier zur Zelle. Hallöchen. Oh, hallo. Schön, dass ihr da seid. Passt gut auf mich auf. Ja, das machen wir. Okay, wir müssen jetzt richtig gut beschützen, aber ich sehe hier weit und breit noch ganz und gar keinen Zellenblock-Insassen. Das ist sehr Nein. gut. Okay, dann beschützen wir ihn jetzt auf jeden Fall und dann bekommen wir wieder 5 Gold insgesamt. Guck mal, wir sind richtig so wachen. Stimmt. Wow. Was ist da los? Der B-Zellenblock. Die wollen uns wegschnetzen, beziehungsweise auch. Oh nein, den Gefangenen aus dem A-Zellenblock. Wir müssen ihn beschützen, Katja. Das sind noch mehr. Was ist da los? Zack, die werden alle weggeschnetzelt. Oh, die sind ja richtig doll wie so ein fies. Okay, wir müssen den A-Gefängnisinsassen hier wirklich so doll gut beschützen. Das stimmt, der Arme. Ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen ja immer noch seine Möbel haben. Das kann sein. Katja, da kommen noch mehr, noch mehr. Wir müssen die wegschätzen. Oh, die wollen alle da rein. Hey, was soll das denn? Da sind ja noch mehr. Was ist denn da los? Hey. Zack und zack, die werden weggeschnetzelt. So und so. Sehr gut. Okay, die haben wir alle weggeschnetzelt. Die sind so doll böse. Vielleicht hat er irgendwas zu verstecken oder so. Oh, das stimmt. Vielleicht hat er irgendwas in seiner Zelle, weshalb der B-Zellenblock die Möbel klauen möchte. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Danke fürs Aufpassen. Hier habt ihr 5 Gold. Oh, danke schön. Jetzt haben wir insgesamt schon 10 Gold. Das hat sehr doll gut geklappt. Dankeschön. Dann würde ich sagen, Katja, wir können auf jeden Fall in dein Gefängnischefbüro und dort die ersten Aufgaben schon erledigen. Und wir sind in deinem Büro angekommen, Katja. Okay, ich bin sehr doll gespannt, welche Aufgaben vielleicht noch dazugekommen sind. Moment mal. Warte mal. Da ist der Verfolger bei den Aufgaben. Was ist denn da los? Moment mal, Katja. Denkst du, er legt weitere richtig mal miese, fiese Aufgaben dort rein? Und wo geht er denn jetzt entlang? Er geht hier vorne raus. Er geht raus. Das ist ja richtig doll mies und fies. Okay, Moment mal. Lass nachschauen. Ja. Der darf uns hier auf keinen Fall entdecken, Katja. Oh mein Gott. Tatsächlich, keine Aufgaben sind mehr da. Aber ich habe die eine von ihm. Bis auf die eine, die er reingelegt hat. Okay. Katja, was ist das denn für eine Aufgabe? Also, hier steht, liefer mir Epic bis heute Abend bei der Baumfarm aus. Was ist das denn für eine miese, fiese Aufgabe? What? Du sollst mich ausliefern? Nein, das ist ja richtig mies und fies. Okay, das bedeutet, die ganzen miesen, fiesen Aufgaben hat auf jeden Fall der Verfolger hier in die Kisten reingelegt. Und du sollst mich jetzt ausliefern bei der Baumfarm. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an. Katja, ich habe eine Idee. Ja. Wir könnten bei der Baumfarm eine richtig gute Falle für den miesen, fiesen Verfolger bauen. Das ist eine gute Idee. Lass es machen. Dann werde ich dich ausliefern und wir machen dann da eine Falle hin. Das stimmt. Wir können den Verfolger sehr gut in die Falle reinlocken, indem wir vielleicht ein Loch buddeln, dort ein paar Trapdoors platzieren und ich mich dann dort hinsetze und der Verfolger denkt, dass du mich ausgeliefert hast, obwohl wir den Verfolger
Folge einfangen. Das ist sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zur Baumplantage und bauen dort eine richtig gute Falle für den Verfolger. Vielleicht können wir die Falle hier vorne hin platzieren. Oh, sehr gut. Schau mal, ich buddel mich mal hier ein bisschen durch. Vielleicht ganz genau hier. Ja, das passt ganz gut. Schau mal. Ich habe auf jeden Fall hier ein paar Fallen. Ich gebe dir mal die Hälfte, ein paar Blöcke und sogar noch ein paar Seile. Bitteschön. Dann können wir hier auf jeden Fall die richtig, richtig gute Falle für den miesen, fiesen Verfolger bauen. Schau mal so. Da können hier vielleicht die Fallen platziert werden. Ja. Zack, 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 zack. Und ich könnte mich hier vorne als Köder hinsetzen. Ich hoffe tatsächlich, dass der Verfolger hier in die Fallen reintritt. Mir noch ein paar Holzblöcke. Die können wir vielleicht hier so platzieren. Schau mal so, dass der Verfolger auf jeden Fall über die Fallen drüber laufen muss. Da wird hier alles zugebaut. So und so. Da kann ich mich hier hinsetzen und auf den miesen, fiesen Verfolger warten. Und der müsste dann von hier vorne kommen und in die Falle reintappen. Sehr gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall nur noch warten, bis es dunkel wird und der Verfolger kommt. Okay, es ist dunkel. Ich lasse dich jetzt alleine. Sobald ich die Fallen höre, komme ich wieder, okay? Ja, ja, das ist sehr gut. Oh, oh, ich habe echt ein bisschen Angst. Bis gleich. Jederzeit könnte jetzt hier auf jeden Fall der Verfolger kommen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es klappt tatsächlich. Der Verfolger ist da. Was ist denn da los? Er ist in die Fallen reingetappt. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Wie gut ist das denn? Und jetzt hat sie einfach in den Fallen eingesperrt. Schau dir das mal an, Kata. Und ich glaube, er ist richtig, richtig doll böse hier insgesamt. Das hat super, super doll gut geklappt, Kata. Wir haben den Verfolger hier einfach in die Falle gestellt. Hallo, Verfolger. Und er ist jetzt richtig, richtig doll sicher hier eingesperrt. Wie gut ist das denn? Kata, ich habe eine Idee. Wir könnten vielleicht bei deinem Büro eine richtig, richtig doll sichere Zelle für den miesen, fiesen Verfolger bauen, dass er dort auf keinen Fall ausbrechen kann. Dann lass jetzt ganz schnell zu mir zurück und dann holen wir am Ende den Verfolger, okay? Dann werden die Gitterstäbe hier platziert. So, zack, 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 zack. Da kommt hier natürlich eine sehr, sehr sichere Tür rein. Hier kommen auch noch ein paar Gitterstäbe hin. Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, Kata, eine Schicht Obsidian platziere ich hier. Natürlich auch an die Decke, so insgesamt, dass der Verfolger hier auf keinen Fall mehr ausbrechen kann. Wir müssen ihm auch unbedingt alle Sachen, die er hat, mehr abnehmen, dass er sich hier auf keinen Fall mit der Diamantspitzhacke zum Beispiel rausbauen kann. Das wäre absolut nicht gut. Okay, die Zelle ist jetzt richtig, richtig sicher. Und ich würde sagen, Kata, wir können den miesen, fiesen Verfolger aus der richtig doll coolen Falle in der Baumplantage abholen und hier in die richtig doll sichere Zelle bringen. Wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, dass der Verfolger auf keinen Fall uns entwischt. Und schau mal, Kata, da ist der miese, fiese Verfolger. Okay, wir müssen jetzt sehr, sehr gut aufpassen. Wenn du möchtest, Kata, kannst du auf jeden Fall hier Falle abbauen. Und ich habe den Taser bereit, dass der Verfolger auf jeden Fall nicht abhauen kann. Bitte mitkommen, mieser, fieser Verfolger. Kata, du kannst voranlaufen und ich passe auf den Verfolger auf. Stehen bleiben, Verfolger, nicht wegrennen. Okay, das klappt ganz gut. Ich passe sehr doll gut auf den Verfolger auf. Der darf auf keinen Fall wegrennen. Okay, bitte mitkommen, Verfolger. Es klappt sehr gut, muss ich sagen. Ja, dann nochmal hier lang. Sehr gut. Ja, Verfolger, stopp, stehen bleiben. Wo rennt er hier hoch? Er rennt auf den Turm hoch. Stehen bleiben, stehen bleiben. Hier oben ist er. Verfolger, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, wie so ein Fies. Er wollte einfach flüchten, Kata. Was ist denn da los insgesamt? Bitte mitkommen, Verfolger. Und wir sind im Büro angelangt. Und der miese, fiese Verfolger kommt jetzt hier vorne in seine Zelle. Oh, wie gut. Bitte weitergehen, Verfolger. Und zack. Und die Tür wird zugemacht. Sehr gut. Und der miese, fiese Verfolger ist jetzt hier in unserer richtig toll sicheren OP-Zelle. Wir haben es geschafft, Kata. Wir haben den miesen, fiesen Verfolger ausgetrickst. In eine Falle gelockt und jetzt ist er hier richtig, richtig doll sicher. Wir eingesperrt. Sehr gut. Zum Glück. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.